Zu fragen, warum wir kämpfen, ist zu fragen, warum die Blätter fallen. Es liegt in ihrer Natur. Vielleicht gibt es eine bessere Frage. Kämpfen wir, um Heimat und Familie zu beschützen, um Gleichgewicht zu wahren und Harmonie zu schaffen. Für uns ist die wahre Frage die folgende: Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, sagen wir mal, Let's Test. Ich weiß noch nicht genau, ob es ein Let's Play oder ein Let's Test wird an dieser Stelle. Grund ist natürlich World of Warcraft. Man kann es lieben oder man kann es hassen oder es ist einem völlig egal. Nur diese drei Zustände sind möglich. Ich muss zugeben, ich habe vor einigen Jahren auch mal WoW gesuchtet. Das ist schon ein bisschen her. Damals mit einem Todesritter über einen Server gejumpt. Hier zeige ich natürlich extra gerade nicht die Serverauswahl. Ich hoffe, dadurch entgehe ich erstmal der Verfolgung sozusagen. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Pandaren an. Die Pandaren, wie auch immer. Das war ja früher eher so, naja, eher als April-Scherz waren die gedacht, die Pandas. Zu Warcraft 3 Zeiten war das noch. Und die wurden immer wieder aufgegriffen, auch in anderen April-Scherzen mit dem Pizza-Bringdienst für WoW, der Ingame-Pizza-Bringdienst und so weiter, was es da nicht alles gab. Und jetzt wurden sie tatsächlich als spielbare Rasse eingebaut und die Stimmen, ach du Scheiße, die gehen so weit auseinander, die einen feiern es, die anderen verfluchen es, zumal ja WoW damals, wie sagt man, nicht so Mainstream gewesen ist, ne? Heute sagen ja, vor allen Dingen die WoW-Hardcore-Freaks sagen ja, WoW ist inzwischen für jedermann spielbar. Das heißt, egal was man macht, man kann nichts falsch machen, man kommt weiter, fertig.
Ne, früher musstest du sehr viel auf Skillung Wert legen, pipapo. Heute ist es einfach so ein Durchrutschen, angeblich. Ich weiß es selber nicht. Ich bin aus der Suchttretmühle ein wenig raus, sage ich mal. Ich habe, glaube ich, auch 2 Jahre habe ich mich festgefressen, aber ich war mehr so der Quester. Ich war nie so der Raid-Typ. Ich habe immer Quests gemacht, pipapo, habe ich alle mitgenommen. Habe alle Gegenden abgereist, auch ausgegraute Quests und so weiter. Aber genug von mir. Ihr wollt sicherlich jetzt ein bisschen die Pandas sehen. Der hier sieht schon so ein bisschen merkwürdig aus. Als Krieger sehen... Das passt einfach nicht, Alter. Ein Panda mit einer fetten Kriegerrüstung geht nicht. Aber na gut, wir wären ja eigentlich Kung-Fu-Leute. Hier haben wir zum Beispiel den Mönch. Die Klasse des Mönchen wäre natürlich die prädestinierte eigentlich. Hier haben wir noch den Magier, den Schamanen, den Priester, den Schurken, den Jäger. Und wir gucken uns mal die weiblichen an. Oh, da muss ich an DK mal ein bisschen festhalten, dass sie ja nicht gleich den Monitor anspringt. Aua, aua, nicht hauen, Herr DK. So, hier haben wir eine Kriegerin und hier haben wir eine Jägerin und hier haben wir eine Schurkin und hier haben wir eine Priesterin in hübschen Gewandungen. Ach, sieh mal eine an, eine Schamanin, eine Magierin und schließlich noch die Mönchette. Wir spielen ausnahmsweise mal nicht weiblich, sondern männlich, kann man ja auch mal machen, und zwar als Mönch. Und passen uns den Dickwanst jetzt mal ein bisschen an. Hier haben wir verschiedene Fellfarben. Ich weiß noch nicht genau, was ich nehme. Schwarz-Weiß wäre klassisch. Und im Hintergrund hört man schon ein bisschen die epischen Töne WoWs vermischt mit dem Gewimmer altasiatischer... Also Gewimmer ist natürlich gemein, aber halt dieses... Weißt schon, was ich meine. Ich weiß, wie das heißt, eine Schalmei oder so. So, verschiedene Gesichter gucken wir uns auch mal an. Was haben wir denn da? So, nehmen wir mal das hier, 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 das hier. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ich bin ja... Also bei Pandas bin ich ein bisschen außen vor, was Charakterstellung angeht, muss ich ja sagen. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich nehme mal den hier mit den Kneistaugen. Frisur ist auf jeden Fall wichtig. Glatze können wir nicht machen. Hier vielleicht so ein Punk oder sowas oder so ein Zuppel auf dem Kopf. Ich hätte gern so eine... langhaarige Ninja-Frisur, aber ich glaube, das gibt es bei den Pandaren gar nicht. Ich will immer Pandas sagen. Hier zum Zopf zusammengebunden. Ansonsten nehmen wir das hier und Bärte. So ein Zubbelbart geht natürlich hier. Ohne Bart können wir auch machen. Sieht eigentlich gar nicht so uncool aus, ne? Hier haben wir den Einerbart. Hier haben wir so einen Struwwelbart. Oder so. Das hier fällt mir natürlich ganz gut. Das hier ist mehr so ein halber Ingo Lenzen. Den lassen wir mal. Oder hier so ein... weiß ich nicht was... Ein Backenbart, auch immer sehr gern gesehen. Wankika, ja, Lehrmeister, ich bin hier der Dingens-Typ. So, ich glaube, ich nehme mal den hier einfach aus Gründen. So, als Name. Natürlich muss ich gucken, was für Namen noch nicht weg sind. Name für ein Panda. Was willst du da machen? Ach nee, das war ein Koala, ne? Tau Tau, das war ein Koala, das geht nicht. Panda. Karatepummel? Nee. Ich weiß nicht. Irgendwie so ein... Sun. Irgendwas mit Sun? Boah, ich weiß es gar nicht, ey. Wie nennt man denn einen Panda? Vielleicht Fiat. Ich mal gucken, ob der Name noch frei ist. Ja, der Name Fiat ist noch frei. Und wir begeben uns jetzt... Oh, da muss ich hier mal was ausblenden, gerade auf der rechten Seite, damit man nicht meine anderen ganzen Charaktere sieht hier auf dem Server. Der jetzt natürlich umbenannt ist. Und wir spielen jetzt den Fiat Panda. Alter, dass der Name noch nicht weg ist, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt erstmal schön einloggen. Alter, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Entschuldigung, wenn ich mich hier so weglache. Ihr seid ein Pandaren, geboren und aufgewachsen auf der geheimnisvollen wandernden Insel. Obwohl die meisten eures Volkes zurückgezogen leben, brennt in euch die Lust nach Abenteuer. Die wandernde Insel hat jüngst begonnen, scheinbar ziellos über die Meere zu treiben. Ein Frösteln liegt in der Luft und eure Heimat steuert auf ihren Untergang zu. Als einer der vielversprechendsten Schüler in Meister Shangs Kloster wird es an euch sein, euer Volk zu retten.
Aber zuerst müsst ihr eure Ausbildung abschließen. Juhu! Ich bin Fiat, ein Wächter des Szenarios. Das ist ja cool, da haben wir eine Braumeisterin. Ach, ich kann ja jetzt auch die Ränge, glaube ich, accountübergreifend wählen. Ich muss dazu sagen, erstens, ich habe schon ein paar Add-ons installiert, wie man vielleicht hier und da sieht. Der WoW-Kundige kann das schon erkennen. Und ich muss zugeben, ich habe schon ewig nicht mehr WoW gespielt. Das heißt, ich werde in einigen Sachen wahrscheinlich fürchterlich failen. Und das ist unser Fiat, der Wächter des Szenarios. Und wir nehmen gleich mal die erste Quest an von Meister Shang-Xi. Und hier ist schon Yoko. Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Ja, die größte Prüfung ist auf jeden Fall, heute ist der Tag, an dem eure Zukunft entschieden wird. Besitzt ihr die notwendige Stärke und Gerissenheit, um Mönch zu werden? Oder hält das Schicksal ein Leben als Bauer auf den Feldern für euch bereit? Wahrscheinlich ja. Ein jeder findet seinen Platz, aber ich spüre, dass ihr nach Größerem strebt. Beginnen wir also mit der Ausbildung, mein jüngster Schüler. Vergesst Verletzung, aber vergesst niemals Güte. Ich vergesse niemals die Güte. Und weil wir vielleicht einen Let's Test machen, husche ich mal ein bisschen durch. Ich würde normalerweise ja alles vorlesen, was das alles sehr zieht. Aber hier, nehmt euch einen Schülerstab und legt ihn an. So, wo kriegen wir die Schülerstäbe? Ich muss mich erstmal orientieren. Ich hätte vielleicht die Map nicht reinmachen sollen. Ah, da hinten. Vielleicht kann ich die ja wieder ausschalten. Die sexy Map hier oben, die heißt wirklich so. So, nehmen wir mit. Dieses Objekt ist beschäftigt und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Mit B kam ich da rein. Zack. Oh, ich wollte gar nicht essen. Naja, als echter Panda muss man natürlich auch erstmal fressen und chillen. Immerhin sind wir Mönche. Das sieht aus, als hätte er irgendwie ein stilles Leiden, wenn er da sitzt. Guck mal. Oh, die Schmerzen des Alters. Oh, warte, die Schmerzen. Oh, die Schmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Oh, ach, jetzt geht's wieder. Na gut. Dann nehmen wir jetzt mal den Schülerstab, legen den an. Und weiter geht's im Kampf. War nur eine kurze Essenspause. Die muss einfach mal sein. Meine Zeit ist bald vorüber. Ja, aber meine ist gekommen. Eure Zeit nähert sich rasch. Hab ich ja gesagt. Wiederhol doch nicht alles, was ich sage. So. Zerstört 5 Übungsziele. Natürlich machen wir das auch. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Übungsziele sind. Übungsziel. Ach Mensch, ja hier. Sagen wir mal. Hau doch mal zu. So, Übungsziel 1 ist zerstört. Und nicht genug Energie. Was? Wie? Wie nicht genug Energie? Ich bin ein fetter Panda. Ich habe so viel Energie wie eine Wartezelle. Verfehlen natürlich. Okay, ich muss immer erstmal Energie aufbauen. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Jetzt check mal, was seine Moves aus hier. Ah ja, siehst du, schon aus Respekt zerfällt der. So, ehrgeizige Schüler müssen wir später bestimmt auch noch umlatzen. Und so, 5 Übungsziele haben wir zerstört. Da können wir gleich wieder zu unserem Lehrmeister gehen. Wir können auch hier in die 3D-Perspektive für die Leute, die WoW nicht kennen. Man kann 3D oder Third Person spielen. 3D oder Third Person, was rede ich denn? First oder Third natürlich. Hallo, Shang-Xi. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Ist das jetzt freundlich oder weiß ich nicht, was ich davon halten soll? Gar nicht schlecht, Fiat. Ihr scheint tatsächlich den richtigen Pfad gewählt zu haben. Lasst uns fortfahren. Bezwingt 6 Hujin- oder Tushui-Schüler. Ihr müsst den Mut aufbringen, diese Ängste zu überwinden. Welche Ängste? Ich hau die weg. Siehst du mal, ich fliege einfach rum, lauter ehrgeizige Schüler. Aber wo kriege ich denn jetzt die Viecher her? Die Lektion des unterdrückten Stolzes. 0 von 6 Schülern bezwungen. Was, die süße Watt? Ausbilder Moosdorn. Der stille Lahm. Eisenfaust. Ich habe einen, der heißt so ähnlich. Ehrgeizige Schülerin. Okay, ich latsche hier einfach mal ein bisschen rum. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Haben wir hier irgendwas? Ein paar Kästen. Ach, Briefkasten gibt es hier natürlich noch nicht. Was? Ach, Schülerin der Tushi-Mushi. Mushmushi ist ja so eine japanische Begrüßung. Telefon, da kann man sowas ja ruhig mal sagen. So, epische Kämpfe hier. Huha, Kung-Fu.
Everybody was Kung Fu Fighting. Das ist zu weit entfernt. Der ist voll nah dran. Ach so, wir sind ehrenhafte Gegner, deswegen. So. Wir kämpfen ehrenvoll. So, jetzt auch ein paar Frauen verprügeln. Das gehört einfach zum Job dazu. Alter, die hat einen Riechfuß. Das gibt's ja gar nicht. So. Die quatscht irgendwas. Da hören wir gar nicht zu. Und jetzt auch noch gleich den nächsten. Pam. Also mit dem Stab. Ach, man kämpft mit Chi quasi. Ich guck mal ganz kurz. Da ist die andere wieder dabei. Zack, die hauen wir jetzt auch nochmal weg. Ach, die ist eh gleich weg. Siehst du? So, jetzt müssen wir nur noch. Zack. Zwei Schüler bezwingen. Ich gehe mal ein bisschen raus. Alter, das ist doch mehr Sumo als Panda. So, komm, hier auch nochmal. Den alten Glatzenknecht, dann ist hier erstmal Ruhe. Die erinnert mich so ein bisschen an Alice Online, diese kleinen Wuscheldinger, weißt du? Hab jetzt gerade vergessen, wie die heißen. Boah, ich will auch so einen Riechfuß haben. Ich bin außer Reichweite. Ach du, das bräuchte ich nicht. So, Meister Shang-Chi hat sich herunterbewegt. Ich freue mich, euch zu sehen. Danke gleichfalls, Meister Shang-Chi. So. Und wir sind aufgestiegen. Ja, ha, 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 ha. Entreißt Meister Shang-Chi die Flamme und verbrennt dann das Edikt der Mäßigung. Wieso entreißen? Konzentriert euch und versucht sie mir zu entreißen, sobald ihr euch bereit fühlt. Bei eurem ersten Versuch. Jetzt bringt die Flamme zur obersten Ebene des Tempels und verbrennt die Schriftrolle, die ihr dort findet. Tja, mach ich. Haben wir die? Ach, hier haben wir die Flamme des Meisterns. Und jetzt, oder des Meisters. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich vermisse meinen Flugmount irgendwie. Hallo Yoko, da sehen wir uns ja wieder. Hui! Ha! Hu! Ha! Ninja! Ha! Haja! Ha! So, Schüler Nim ist der Bruder von Schüler Gib. Und hier haben wir eine Stätte der Ruhe. Ach, wir haben immer noch... Unsere Hand brennt. Die Hand brennt. Ach, ist aber schön hier, ne? Mag ich gerne. Erinnert mich so ein bisschen an das Gebiet der Blutelfen. Stille Grotte. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Ich glaube nicht. Aber wenn Joko an unserer Seite ist, ist ja alles gut. Huch. Alter, was macht denn der für einen Flug? Ich fürchte, wir haben die Quest noch gar nicht. Wir müssen ja irgendwo eine Flamme auslöschen. Da war auch gerade der Pfeil auf dem Radar. Hallo, Asagao. Muschmuschi? Ja, da. Würde ich gerne nach den Kämpfen immer sagen. So, hier ist, das ein Glühwürmchen oder was? Ach, Lampenanzünder. So, hier soll das irgendwo sein. Ich schau mal kurz auf die Karte. So sieht das hier ganz, das Ganze aus. Und die Lektion... Nach Norden wäre das dann. Och nö. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Das können wir ja auch mal machen. Einfach, weil hier gerade alles so schön neu ist, können wir uns die Gegend mal anschauen. Dem, 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 dem. Hua, hu, ha. Und nicht wundern, wenn ich hier die ganze Zeit Karate-Geräusche mache. Das gehört für mich irgendwie dazu. Oh, hier kann man irgendwelche Viecher umbringen. Was sind dann das für niedliche Dinger? Ein Korsak. Ein Opel Korsak. Da muss Fiat Panda sofort eingreifen. So, hua. Böses Auto. So, und eine Hasenpfote. Bestimmt aus dem Bauch operiert oder so. Und natürlich sollten wir eigentlich gar nicht hier sein, fürchte ich. Wir müssen nämlich nach rechts irgendwo. Honigblattstrolch, aha. Hey, du kleiner Honigblattstrolch. Das ist voll die Beleidigung. Okay, wir flitzen erstmal zurück. Ich würde sagen, wir zünden jetzt erstmal die questmäßigen Dinger da an, was auch immer wir da anzünden sollen. Das Edikt der Mäßigung sollen wir anzünden und verbrennen. Was mir persönlich immer sehr schwer fällt, mich zu mäßigen. Vor allen Dingen im Ton auch. Aha. Ja, so sieht das dann später aus. Die Shiloh, die macht das einmal vor. Die Shiloh Ranch.
Was ist denn da? Das ist doch, also da habe ich ja gar kein Verständnis für. So, wir können das Ziel auch mit Lichtgeschwindigkeit treffen. So. Und jetzt kriegen wir einen inaktiven Elementarhauch. Das ist natürlich schon super. Eigentlich wollte ich die ja gar nicht umhauen. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, warum die so blinken. Aber das ist wahrscheinlich nur so ein Hobby von denen. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ach, ist das schön hier einfach. Ich vermisse ein bisschen, dass man nicht rennen kann. Das ist übrigens eine Sache, die mir noch fehlt, auch in den klassischen WoW-Gebieten, ist sowas wie hier mit dem Gras und dem Rasen. Gerade bei der, weil die WoW-Engine ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, muss man ja sagen. Und da fehlt vor allen Dingen in den Startgebieten inzwischen, verglichen mit aktuellen MMOs, so ein bisschen diese Detailverliebtheit, auch mit dem wehenden Gras und sowas. Hier sieht man auch überall so ein bisschen nackten Boden rausgucken, etc. pp. Ist natürlich WoW, ist auch schon uralt. Naja, uralt nicht, aber halt schon ein bisschen älter. Und insofern gibt es da halt so ein paar Dinge, die einem fehlen. Ich bin sehr gespannt auf das neue MMO, was da von Blizzard kommt. Sehr, sehr gespannt, weil man kann sagen, was man will, aber die machen einem noch was vor. Wo ist denn dieses blöde Edikt der Mäßigung jetzt, verdammt nochmal? Ach, guck mal, die sind ja gerade noch bei dem Meister, den sehen wir aber nicht mehr. Hier sind Bücher. Alter, ich muss doch hier irgendwo sein. Edikt! Jetzt wollte ich ja runterspringen, ging nicht. Wo ist denn bloß dieses Edikt? Verflixt nochmal. Hey Meister! Meister, wo ist denn das Edikt, du? Ja, cool, so Karateschule in Hamburg, wir müssen ja auch alle reden. Meister! So, hier sind Schüler. Ich muss da... Wir sind doch hier, genau hier. Hier muss das Edikt sein. Hier? Das sind nicht die Edikte? Nach oben vielleicht? Schüler, Schüler, Schülerinnen... Aber ein Edikt sehe ich nicht. Hallo? Noch weiter nach oben, na, da bin ich mal gespannt. Ach, da! Ja, Mensch, das hätte ich doch gleich sehen müssen. Das war doch ganz offensichtlich. So, einfach mal irgendwas verbrannt. Edikt der Mäßigung kaputt. Runter springe ich lieber nicht. Das ist mir... Ich bin ein zerbrechlicher, filigraner Panda. Ach, da kann ich auch gar nicht. Jetzt lass mich runterspringen, ich bin Ninja. Meister? Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Ja, das stimmt. Das Verbrennen der Schriftrolle stellt die Akzeptanz dieser Zeichen und gleichzeitig ein Versprechen dar zu handeln. Eure Hand trug die Flamme und ich bin gewiss, dass sie dies auch in Zukunft tun wird. Huh. Besiegt Zhao Minro. Wer ist das denn? Ach, den haben wir doch vorhin gesehen. Aber lustig, dass der jetzt angezeigt wird. Das kannte ich von damals nicht. Ich bin ja, wie gesagt, schon ein bisschen raus bei WoW. Jetzt wird einem das Ziel auch angezeigt, bildlich. Ist so wie ein interaktiver Steckbrief. Ninja, Ninja. Puh. Ha. So, ich fürchte, der kriegt mehrfach aufs Maul. Ah ja, da Yao Min Ro, der erwartet uns bereits. Auf der anderen Seite der Brücke, den haben wir schon gesehen. Leider ist der Typ mit der Schildkröte schneller. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, ein Pet habe ich noch gar nicht auf dem Account. Der schickt einfach seine Schildkröte, der faule Sack. Ich muss näher heran. Hey! Du kannst mir doch nicht die Aggro klauen. Ich will den Kill. Ich habe zu wenig Energie. Alter, wie der hier rumfliegt und einen Igel macht und weiß ich nicht was. Ich habe kein Ziel. So, haben wir das gewonnen? 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 So, gute Ausbildung genossen. Na toll. Jetzt haben wir dem geholfen. Nicht genug Energie. So, hier, flammende Handkante. Pow! Ich habe zu wenig Energie. Ja, 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 ja. Ich kann nicht noch mehr tragen. Alter. Wo ist er hin? Hat er sich gerade selber ausgenockt?
Okay, wir kriegen ihn aber doch ganz gut down eigentlich. Vor allen Dingen, weil er sich selber ausgenockt hat. Das ist ganz praktisch. Baby-Elefant. Ich bin ja der Spaß-Elefant, mein Freund. So. Beeindruckend. Ihr seid viel stärker, als ihr aussieht. Sprecht mit Meister Shang. Ich sollte vielleicht hier rechts mal öfter die... Hat er jetzt gewartet, bis er nur noch einen Schlag machen muss, der Drecksack? Ich freue mich, euch zu sehen. So, sprecht mit Händler Lorvo bei Fußteich. Ich lege dann erstmal... Nee, was lege ich dann an? Diese Dinger. Initiantenschützer, den Gürtel kann ich anlegen. Und hier haben wir Initiantenarmschienen. Zack. Und jetzt müssen wir irgendwo da runter. Ich würde ja gern zumindest das Tutorial hier durchkriegen. Das Mönchstutorial. Und dann mal einfach so durch Lande streifen. So, neue Fraktionen haben wir auch. Und zwar die Akademie des Shang-Chi, wie es aussieht. Das heißt, da werde ich wohl mit meinem Todesrentner noch ein paar Punkte machen können, wenn ich denn wieder spiele. Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt wieder angespielt. Und das Cataclysm und so ist ja alles an mir vorbeigegangen. Boah, das sieht aber auch geil aus da hinten. Cool. So, wo treibt sich denn der Typ hier rum? Wieder lauter Opel Corsax hier. Da ist noch eine Hütte, da müssen wir aber nicht hin. Ja, das war ja schlau. So. Berichtet mir von euren Reisen. So, meine Reisen waren total super. Eiser, Anhängerin der Tushu. Könntet ihr mir in der Zwischenzeit behilflich sein? Ich hatte etwas Pech mit den Waldgeistern. Keine Eile. Gegenstände von äußerster Wichtigkeit. Beschafft 6 Übungsmaterialien von den Honigblattschlingeln. Und der vermisste Fahrer rettet den Karrenfahrer. Mögen euch die Nebel beschützen. Ja, das mögen sie wohl. Da war die Yoko wieder. So, ich bin schon 11 und kann nix, wird da gerade gesagt. Und wir müssen diese Honigschlingel, die sind das, glaube ich, ne? Genau. Die müssen wir mal ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar am besten den mit dem komischen Kartoffelkopf hier. Au. So. Wieso plündert er das eigentlich nicht automatisch? Der sollte das eigentlich automatisch mitnehmen. So. Alles mal wegfummeln. Energie. Und wir haben Level Up. Ich sollte mal gucken. Tigerklaue. Ich kann ja inzwischen schon viele verschiedene Skills einsetzen. Tigerklaue. Hua. Tigerklaue. Hua. Die reden so lustig. So, 3 von 6. Hua. Tigerklaue. Hua. Tigerklaue. Ha. Boah, die Tigerklaue ist super. Ich bin außer Reichweite. Hier, der läuft so amok, den können wir gleich nochmal. Tigerklaue. Tigerklaue. Lustige Hüte haben die auf. Und Tigerklaue. Und aus der Ich-Perspektive nochmal. Tigerklaue. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, nimmt er das eigentlich automatisch? Nö. Na gut. So, 6 von 6. Das ist das Spielmenü übrigens. Total interessant. Ach, jetzt werden hier gerade die Hasen gekillt von dem... Ja, der Opel Corsa, weißt du? Das geht nicht. Den mag ich nicht. So, hallo Händler. Hallo. Na? Gegenstände sind wieder da. Möge die Jadeschlange euch leiden. Die Jadeschlange. Na, deine kannst du mal stecken lassen. Wir suchen mal weiter. Oh, da hinten, guck mal. Drachen steigen lassen, wie cool. Ich bewundere übrigens Rollenspieler, die ja tatsächlich gemächlich hin und her latschen und sich die Zeit lassen, einfach das Spiel so rollenspielgerecht zu spielen, nicht immer nur rumzulaufen so. Weil ganz ehrlich, wenn man durch die Stadt geht, dann laufen da auch nicht alle Menschen so rum. Wobei, das sind ja auch Pandas, aber hier laufen ja, bei WoW laufen generell ja alle so rum. Und hier, guck mal, jetzt nicht den Arsch, sondern, warte, mehr so Drachen steigen lassen. Schön, gehört einfach hoch mit dazu. Wo müssen wir da eigentlich hin? Ich habe jetzt natürlich nicht auf den Radar geachtet vor lauter Geschwätz. Na, kommen wir ganz kurz auf die Map. Rettet den Karrenfahrer, das ist doch hinter uns. Aber da müssen wir es dann nicht abgeben.
Na nö. Wo ist der Karrenfahrer? Ich guck mal ganz kurz so. Nein, wollte ich gar nicht. Wir sind in Pandaria aktuell. Schreckensöde, Tonglong-Steppe, Kunlai-Gipfel, der Jadewald, Tal der ewigen Blüten, Tal der vier Winde und hier die Krasarang-Wildnis. Das wird auf jeden Fall noch, alter Schwede, da kann man noch lange, lange für stricken, um da alles zu erforschen. Jetzt frage ich mich, ach, hier ist der verunglückte Karren, wie es aussieht. Aber der Fahrer, er ist fort. So, ich gucke nochmal auf der Map, müsste genau nördlich sein. Hallo Joko, du bist es wieder. Gibt's ja gar nicht. Ist hier irgendwo ein Karrenfahrer? Ist das der Karrenfahrer? Das ist der Karren... Was macht der denn da? Min Dim Wind? Mit seinem SM-Outfit? Was mit dem los? Willkommen. Hallo. Kehr zu Händler Lorvo. Ah ja, na gut, dann gehen wir mal zu Händler Lorvo zurück. Ach nee, der ist jetzt da. Okay, ja. Muss mich mal ein bisschen orientieren. Ich würde gern schon da oben rein, diesen prächtigen Palast. Ah, ist mal doof, dass jetzt das Tutorial natürlich etwas länger dauert. Das heißt, wir laufen ja alles ein bisschen ab, gucken uns alles ein bisschen an. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann auch... Oh, das ist was Rotes. Die Verlockung, die Verlockung. Level 3, Ho-Zen. Komm, den können wir mal mitnehmen. Schnauze! Entkommen! Ach, der gehört gar nicht hierher. Okay. Dann lassen wir den. Min Dimwin schreit Wagen. Aha. Ist bestimmt irgendwas Japanisches oder so. Fernöstliches natürlich. Nicht, muss ja nicht japanisch sein. Etwas Fernöstliches. Genau wie die Mooshautkröte. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Alter, jetzt hau die doch mal weg. Das sollte spontan sein. Jetzt nicht so eine Lappenaktion. So, hallo. Seid gegrüßt. Wir kriegen einen Händlerranzen und einen Umhang der Mitfühlenden. Die nächste Runde geht auf mich. So, den Umhang legen wir sofort an. Und den Ranzen haben wir hier schon aktiv. Deswegen haben wir jetzt mehr Inventar. Das ist ganz gut. Schülergelenkwickel. Was haben wir denn da jetzt? 10 Rüstung. 6 Rüstung. Okay, 7 Rüstung. 13 Rüstung. Alles gut. Hallo, Eiser Wolkensänger. Seid gegrüßt. Hallo, schöne Frau. Wie sieht's denn aus? Was soll ich denn machen? Beschützt Eiser, während sie meditiert. Mich doch bitte in der Höhle. Was hatten die für Mad Jump Skills? Das gibt's ja gar nicht. Oh, den Blutsegel-Admiral sollte ich mir auch mal aktivieren. Leider weiß ich gar nicht mehr, wie man einen Titel aktiviert, verdammt. So, ich glaube, das ist die Höhle. Wir folgen ihr einfach mal und beschützen sie während der Meditation. Ich weiß nicht, wer da angreifen wird, aber... Haltet diese Kreaturen fern, während ich meditiere. Schon bald werden wir die Gesuchten anfangen. Zu weit entfernt. Ich kann ja gar nichts machen hier. Diese Fähigkeit ist noch nicht verraten. Ich muss näher heran. Mein lieber Freund. Ich habe zu wenig Energie. So. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Oh. Hallo Ziele? Ich bin außer Reichweite. So, da hinten ist alles ruhig, da hinten ist alles ruhig. Alter, wieso meditiert die hier ausgerechnet der Höhle? Bei dem Geschrei kann man gar nicht meditieren. Mein Chi ist völlig außer Kontrolle. So, gleich ist es durch, gleich haben wir es geschafft. Na komm schon. Ich brauche ein Ziel. Unser Pfad offenbart sich. Sprecht mit Meister Shang-Chi. Er wird wissen, was zu tun ist.
Jawohl, meine Meisterin. Die Kraft des Tigers schwindet in mir. Und wir sprechen abermals mit Meister Shang-Chi. Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Dann wollen wir diese befolgen. Sprecht mit Ji Feuerpfote in Wusong. Wo sonst, wenn nicht in Wusong? Ich hoffe, wir kommen jetzt in die große Stadt. Aber wir müssen wahrscheinlich in die Stadt da drüben, wo wir vorhin aus Versehen schon waren. Und auf geht es. Ich bin sehr gespannt. Könnte ich heute die ganze Nacht weiterspielen eigentlich? Das ist ja wieder die gute Asagao. Würde ich mich jetzt eigentlich rollenspielgerecht mal unterhalten wollen. Einfach mal gucken, was passiert. Aber fürs Let's Test geht's natürlich nicht. Da würde ich gerne hin. So, ich glaube, wir müssen da lang. Und hier ist irgendwo ein Fragezeichen auf dem Radar. Hallo, da ist er ja. Hey, du dicker Panda-Mann, schau mich nicht so... What? Was? Wie? Was? Alter! Der scheißt mir auf die Schulter, der Drecksack! So, hallo G! Zögert nicht, handelt. G hat recht. So, ich habe eine Rechtbeeindring. Tötet 8 Fee-Fängen-Angreifer. Einen haben wir ja schon. Da nehmen wir mal natürlich einen Kupfer. Wow. So, wo haben wir die denn? Da drüben. Der arme Einwohner. Wir kommen zu Hilfe. Huah! So, der ist schon mal aus dem Weg geräumt. Ein Kupfer. Oh, 3 Kupfer. Wow, wir werden ja richtig reich hier. Und wo kriegen wir jetzt noch mehr Affen her? Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Nein, jetzt. Au, 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 au. Affe auf einem Rücken schwindet. Ich mag ja bei WoW auch gerne diese Detailverliebtheit einerseits und diese unerwarteten Dinge, wie zum Beispiel, dass die Affen einem plötzlich auf den Rücken klettern. Hua. Na, au, 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 fehlen auch noch. Alter, komm runter da. So, hua. So, gib dem Affen Zucker. Heute geben wir dem Affen mal Saures. Und zwar in the Fress. Ein Gebräudieb? Was ist denn ein Gebräudieb? So, gehören die eigentlich zu den Angreifern? Die Gebräudiebe? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber die greifen ja eigentlich auch an. Ach, die Yoko, da will ich mal nicht stören. Die sucht bestimmt den Klaas. So. Du Strauchdieb. Yeah, Level up. Stufe 4. Ich kann das noch nicht tun. Aber jetzt. So, komm, du bist ja eh schon tot. Das kleine Äffchen. So, das war er. Ach komm, der Yoko. Der Yoko helfen ist ja auch nicht das Schlechteste. Kann man ja mal machen. Und jetzt suchen wir mal. Den können wir auch nochmal mitnehmen. Und dann brauchen wir nur noch einen einzigen. Nein! Au! Au! So. Na komm. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, der ist tot. Der war so schnell tot, da konnte ich gar nicht gucken. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier noch ein Affe rumläuft. Dann haben wir nämlich alle beisammen. Komm, einer muss doch hier sein. Kein Affe. Ich bin enttäuscht. Ach, da hinten, guck mal. Noch nicht bereit. So. Lass die Hutzen runter, mein Freund. Nicht meine. Lass das, geh runter. So, jetzt aber, zack. Nach vorne geschlagen, nach hinten geruhlt. So. Und das war diese Quest. Hallo, G. Wir verstehen uns.
Schön, euch zu sehen. So, das Feuer entfachen. Was soll man machen? 5 trockene Hartriegelwurzeln, also Snickers, soll man sammeln. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Und eine flatternde Brise, die kann ich dir auch so beschaffen. Da brauche ich gar nicht laufen. Warte mal. Wir müssen da nach unten irgendwo dahin. Da irgendwo im Areal, das sieht man auf dem Radar ganz gut, dieses im blauen Areal sind die Dinge, die man sucht. Irgendwo da versteckt. Da hinten leuchtet zum Beispiel was. Das sieht schon mal sehr gut aus. Lose Hartriegelwurzel, die wollen wir uns kredenzen. Die ist hier überall, blinkt es. Leider gibt es ja auch überall Affen. Wie geil auch, dass die am Baum schwingen und so. So. Kommt er jetzt runter, um mich zu... Nee, kommt er nicht. So, wir sammeln einfach mal ein. Nehmen wir einfach mal mit. Dann haben wir ja schon mal 3 und die 4. ist nicht weit. Die wird da hinten gerade geerntet. Mist. Nehmen wir eben diese hier. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie eine 5. finden, die nicht geerntet wird. Oh, warte mal, da ist. So. So, damit haben wir die Hartriegelwurzeln. Die übliche Hohlquest kennt man ja, gibt's ja zu Genüge. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo müssen wir denn jetzt mit der hin? Die 1, die Flammen schüren, flatternde Brise, da müssen wir hier zurück. Ach, hier wahrscheinlich. Beim Windstein. Komm, wir helfen mal gerade mit. Ach nee, brauchen wir gar nicht. Na gut. So, müssen wir ja was machen. Windstein. Psch. Lebendige Luft. Wahrscheinlich wieder Burritos gegessen. Aber der Spruch wird langsam auch alt. Und außer Reichweite. So. Das war die flatternde Brise. Wir haben die Aufgabe erfolgreich erledigt. Kehren wieder zurück. Wie kehren wir denn am schnellsten zurück? Ich glaube, da lang. Der Affe kreuzt hoffentlich nicht unseren Weg. Ich glaube, der greift gleich an. Ah, nee, doch nicht. Gut. Dann können wir wieder zurückgehen, können die Aufgabe voller Stolz. Schnauze! Ich hausen dir aufs Maul, du Arsch! Scheiße. So, und weg damit. So, hat er Aua gesagt? Boah, die sind so menschenähnlich. Ach, halt doch die Schnauze. Ich hab nichts, ich hab was Besseres zu tun. Das gibt's ja gar nicht. Ich muss näher heran. So. Wie anhänglich, bitte. So, aber bei meiner gefürchteten Tigertechnik kommt er natürlich nicht hinterher. Wieso liegt hier eigentlich ein abgenagtes Skelett auf der Brücke? Wer hat denn das gefressen, bitte? Ach nee, hör auf. Ich will eine Quest abgeben, verdammt. So. Ich bin außer Reichweite. Natürlich bist du das. Die Stimme hört sich übrigens voll an wie die Synchronstimme von Max. Bei Sam & Max, wollte ich nur mal sagen. Hä? Ach, da hinten ist der. Dann gehe ich mal kurz übers Wasser. Als echter Ninja kann ich das ja. Hallo, G. So. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Und somit haben wir jetzt auch die Stiefel und hier noch die Kniehose. 26 Rüstungen. Jetzt haben wir die Initiantenweste auch an. So, wie sehen wir jetzt aus? Ah ja, sehr initiantig, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zu Meister Shang, der hier irgendwie die ganze Zeit hinterher schleicht. Vergesst Verletzungen, aber vergesst niemals Güte. Natürlich nicht. Meister Li Fei sollen wir besuchen. Im Schrein. Ich hoffe, das ist jetzt der da oben. Ich gehe hier mal ein bisschen... Ah ne, ist nicht der da oben. Scheiße. Ich gehe mal ein bisschen außen rum hier, da muss ich nicht gegen die ganzen Affen kämpfen. Die bleiben hängen, Gott sei Dank. Ich dachte, die greifen von oben an. So, wie kommen wir jetzt in den Tempel rein? Das ist natürlich die Frage. Ich mag dieses asiatische Setting ja sehr.
Aber ich muss zugeben, es macht Spaß, das zu spielen. Aber ich muss zugeben, so dieses WoW-Feeling kommt dabei nicht auf. Was aber daran liegen kann, vielleicht gerade weil es eher asiatisch anmutet und damit vielleicht mehr in diese Free-to-Play-Gegend geht, vom Gefühl her, als WoW. Schwierig, das zu erklären. Es wäre gefährlich, den Tempel zu betreten. Aber wer wären wir denn, wenn wir uns davon aufhalten ließen? Schmerz ist nur für Verlierer. Das Glück ist mit dem Mutigen. Wie, ist er tot? Huibu, das Gespenst. Ihr seid herzlichst willkommen. Hallo. So, nehmt diese Fackel, zündet sie im Kohlebecken neben mir an und benutzt sie, um die drei erloschenen Kohlebecken um den Teich herum anzuzünden. Möge der rote Kranich für immer in eurem Herzen wohnen. Da soll er wohl wohnen, der Gute. So, eins. Und die zwei. Und die dritte der Kohlepfannen soll entzündet sein. Meister, habe ich es richtig gemacht? Eure Augen verraten, dass ihr viel reist. Ja, generell in die USA und so. Immer mit der Ruhe. Hua, mit der Ruhe, sagt er, und boxt mich weg. Alter, besiegt im Kampf? Guck mal auf seine Energie. Füße des Zorns? Was? 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 Steck deine Füße weg, Opa. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Alter, nicht schon wieder seine Füße des Zorns. Die Mauken der Unbarmherzigkeit. Ich muss näher heran. Alter, jetzt tritt er mir auch noch ins Kreuz. Das ist zu weit entfernt. Von Ehre hat der Meister die Feier noch niemals gehört. Hua. Noch nicht bereit. Wie soll man etwas besiegen, das schon tot ist? Wo bist du? Wo bist du? Ach! Zum Glück bin ich unbesiegbar mit meinen 1300 Hitpoints. Hua. Wie man sieht, befinde ich mich übrigens gerade in einer Arena. Also da hinten ist das... Da hinten das Feuer schließt mir den Rückweg ab und die Leute, die gerade hier waren, sind plötzlich weg. Das heißt, wir befinden uns hier quasi in einer... Instanz. Wo sie jetzt mit dazugekommen ist, wie es aussieht. Sie war gerade noch nicht da. Ich muss näher heran. So, wo ist er? Zu dritt werden wir es schaffen. So, das geht zu dritt auch wesentlich einfacher. Außer Reichweite. Einen alten Mann zu dritt zusammenschlagen, das habe ich schon sehr oft in der Innenstadt gemacht. Da habe ich schon sehr viel Erfahrung mit. Hinterher noch das Geld klauen und dann weglaufen. Ich habe kein Ziel. Im Leben. Hallo Joko, da bist du ja wieder. Welche Weisheit sucht ihr? Euren Brotbeutel bitte. Ich will doch keinen Brotbeutel von einem Typen, der 10 Jahre tot ist. Das ist doch schon abgelaufen. Entfacht Huo den Geist des Feuers von Neuem. Ruht in der Kammer hinter uns. Möchtet ihr eure Leidenschaften beherrschen lernen? Das machen wir. Ich vermute mal, das wird wohl der Huo sein. Huhuhu. So, einfach mal reinspringen, dreist. Ach, der ist ja süß. Huo, uralter Geist des Feuers. Huo ruht stumm inmitten des Teiches. Hui. Hätte ich vielleicht lesen sollen, wie man ihn entfachen kann. Da geht es dahin. Entfachen die den? Ach, hier kommen wir nur wieder zum Planschbecken. Nee. Da ist noch irgendwas Grünes unten. Haben die den jetzt entfacht? Ich glaube eher nicht. Lasst ihn in den Spänen, die er gesammelt hat, nähren. Oh. Verdammt. So, jetzt aber. Hua! Los, Huo, uralter Geist des Feuers. Brenne, brenne! Und da brennt er vor Leidenschaft. Huch.
Hallo, Huo. Huo springt aufgeregt hin und her. Er ist offensichtlich bereit, euch zu folgen. Bringt den Geist des Feuers in den Tempel der 5 Sonnenaufgänge. Na, dann komm mal mit, kleiner Huo-Mann. Das ist der Huo Egon Balder. Und mit dem laufen wir jetzt hier einfach mal den Wasserlauf runter, weil das mögen Feuergeister sehr gerne. So, haben wir hier eine Abkürzung genommen gerade mal und dann müssen wir mal gucken, wie wir denn jetzt da hinkommen. Ja, ja, euer Problem. Ich umlaufe mal eben die Affen. Ah, ich glaube, wir dürfen in den Tempel. Ist es möglich? Aber dann sind wir hier natürlich falsch, oder? Wie kommt man denn von hier aus in den... Da hinten ist die Treppe. Da müssen wir lang. Verdammt! Ist das Huo? Ja, das ist Huo. So, ich zoome mal rein. Ach, ist das schön hier. Der Tempel der 5 Sonnenaufgänge. Hier liegt er vor uns, stattlich und erhaben. Cool. So, auf geht's. Willkommen, Huo. Das Volk hat eure Wärme vermisst. Und eure Güte, Meister. Xing Zhao, Xi Zhao. Meine Zeit ist bald vorüber. Doch eure Zeit nähert sich rasch. Ihr habt sämtliche Aufgaben gemeistert, die ich euch gestellt habe. Ihr habt Huo gefunden und ihn sicher zum Tempel gebracht. Jetzt stehen wir einem viel größeren Problem gegenüber, meine Schüler. Shenzhen Su leidet Schmerzen. Wenn wir nicht handeln, wird unsere Welt sterben und wir mit ihr. Wir müssen mit Shenzhen Su sprechen und herausfinden, wie man ihm helfen kann. Und um das zu tun, müssen die 4 Elementargeister zurückgebracht werden. Huo war der Erste. Ji. Ich bitte euch, zum Dailo-Bauernhof zu gehen und Wugu zu suchen, den Geist der Erde. Bin dabei. Aisa, ich möchte, dass ihr zu den singenden Teichen geht, um Shu zu finden, den Geist des Wassers. Ja, Meister. Und ihr sollt die Hand sein, die uns alle leitet. Sprecht kurz mit mir, bevor ihr zu Aisa an den singenden Teichen im Osten geht. Jawohl, Meister, euer Wunsch sei mein Befehl. Vergesst Verletzungen, aber vergesst niemals Güte. Shu, der Geist des Wassers, befindet sich irgendwo in den singenden Teichen östlich von hier. Sucht dort Aisa auf und genau das werden wir tun. Wir sollen die Elemente hier zurückbringen. Und dann erst werden wir würdig sein, diesen Tempel ausführlich zu erkunden, hoffentlich. Ich zoome mal ganz weit raus. Hui! Jetzt zoome ich mal ein bisschen weiter rein, weil geht nicht anders gerade, weil über uns ein Objekt war. Aber schon krass, wie weit man hier... Alter! Schon geil. Bin ich gerade wie echt im Überlegen, so ein WoW-LP, ne, so ein World of Warcraft-Let's Play, wenn man das anfangen würde, ich hatte es ja schon mal angefangen und dann irgendwann abgebrochen, vor 2 Jahren war das schon. Wenn man sowas machen würde, das würde sich ja ewig ziehen und man müsste bei Classic anfangen und sich dann quasi durch die Add-ons durchschnetzeln, das würde ewig dauern. Und die Frage ist natürlich, wer will das gucken, wenn es irgendwie 500 Folgen sind, ist natürlich auch noch die Frage. Wäre eine Überlegung wert, aber wenn ich dann wirklich alle Questtexte vorlese, erstens wird das mehr ein Let's Read als ein Let's Play und zweitens habe ich vergessen, aber war ein gutes Argument dafür oder dagegen. So, wo ist denn die Aisa? Heißer, Popeisa, die ist jetzt da oben, ich glaube, der hat das gleiche Problem, nee. Ach, der hat noch die andere Quest hier, glaube ich.
Der muss den Händler suchen. Wir sind jetzt ja schon ein bisschen weiter. Eisa? Ist sie da drin? Nee. Die muss da irgendwo... Bei den singenden Teichen. Ich weiß noch nicht, wo die singenden Teiche sind. Ach, die ist da hinten irgendwo. Da müssen wir da ganz nach oben, oder wie? Ich vermisse meinen Flugmount übrigens. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Habe ich eigentlich irgendwelche Pets hier auf dem Char? Och, mein kleiner Albino-Drache. So, hier machen wir hier weg. Kann ich die hier alle auch... Ach, die kann ich hier alle nutzen, oder wie? Tatsache. Was nehme ich denn da mal? 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 Frosty? Nee. Die Natter, die Bombay-Katze, Baumfrosch. Das hier habe ich auch noch alles nicht gemacht, hier mit den Kampftieren und sowas. Einen fetten Truthahn würde ich ja gerne benutzen. Aber ich gucke mal, ob ich nicht irgendwo passend hier zu Dingens... Wo ist denn das Ding jetzt hier? Schnapp, Schneehase, Senegal, Siam, Katze, Vater Winters, kleiner Helfer. Ist das nicht hier auf dem Account? Auf dem Account schon, aber ist das jetzt, kann ich das jetzt auf dem Char nicht nutzen? Das müsste doch accountübergreifend sein. Minitor passt natürlich überhaupt nicht rein. War noch von StarCraft 2 Collectors Edition. Ach hier, glücksbringendes Quilinchen hier. Oder Quilinchen, da haben wir's. So, nehmen wir mal mit. Passt ja gerade ganz gut zu den Mists auf Pandaria. So sieht das kleine Ding aus. Das kriegt man mit der Collectors Edition übrigens, die ich ja immer sammle. Von WoW immer, egal ob ich sie gespielt habe oder nicht. Aber die Collectors Editions sind derart hochwertig. Da ist so viel geiler Krempel drin, dass man das einfach holen muss. Das geht nicht anders. Ich weiß gar nicht, ob es eine hochwertigere gibt. Und wie kommen wir jetzt zu den singenden Teichen? Wir sind doch hier bestimmt falsch. Da kann man nicht hin. Da kommen wir doch gar nicht hin. Ich glaube, wir sind aus dem Tempel falsch rausgelaufen. Scheiße. Hey, lass das. Ich krieg Zug. Ich glaube, beim Tempel kann man auch die anderen Ausgänge nutzen. Hier sind wir jetzt wieder zurückgegangen in das eine Areal, aber das wusste man natürlich auch gar nicht. Ah, das ist jetzt halt doof. Na gut, dann laufen wir wieder zurück. Ist nicht immer ganz so offensichtlich. Ein kleiner Spaziergang. Schade, dass ich kein Jäger bin. Also als Mönch ist ja schön und gut, aber ein Pet hätte ich ja gerne. Würde ich dann Beifahrer nennen, glaube ich. Als Fiat Panda brauche ich ein Pet namens Beifahrer. Das wäre schön. So, dann gehen wir jetzt nochmal schön... Jetzt sehe ich die ganze Zeit diesen Hundearsch. Pass mal auf, ich zoome da mal ganz kurz rein. Und dann betreten wir gleich mal voller Wonne oben nochmal den Tempel und versuchen mal, ob wir da irgendwo anders rausgehen können. Was haben wir denn hier überhaupt? Rollen. Rollt eine kurze Entfernung. Mache ich auch manchmal hier vom Rechner zum Kühlschrank. Einfach kurz rüberrollen, was schnappen, wieder zurückrollen. So, jetzt haben wir es auch gleich wieder geschafft. Die Musik fehlt hier gerade ein bisschen, leider. Es ist sehr still hier. Unterstreicht aber auch so ein bisschen dieses fernöstliche, die fernöstliche Ruhe. Und hier betreten wir den Tempel, wo sofort wieder Gesänge anstimmen. So, diesmal betreten wir den richtigen Pfad. Ich entschuldige mich für die kurze Verzögerung. Oh, hey, ihr seid ihr derjenige, der den Feuergeist zurückgebracht hat? Oh, das ist ja süß. Guck mal, die kleinen Panda-Kinder. War er heiß? Ich wette, er war heiß. Wie, was ist das für eine Frage? Na klar war der heiß, sei nicht blöd, Deng. Ich wette, ihr seid richtig stark, hm? Ihr könntet die Brücke da bestimmt in Stücke treten, wenn ihr wolltet. Ja, mein Kleiner, das könnte ich wohl tun. Nö, aber ich wette, er könnte dich über den Hügel da treten. Hahaha. Auch das könnte ich tun, aber ein echter Shaolin setzt seine Kräfte nur für das Gute ein. Tschüss, ihr beiden. So, nur mal kurz wieder ein bisschen ein gutes Vorbild gemacht.